Moskito auf die Schweizer Schweiz. Moskito. Wenk frei zur ersten Runde, First Round. Und los geht's. Mal schauen, wie viel Energie sie jetzt hier in den Cage reinbringen. Also Gutzwiller sofort mit Tempo, wie er das versprochen hat. Low Kick Versuch von Shapiv, der hier aus dem Clinch schön Aufwärtshaken abfeuert. Also schon jetzt spektakulärer Kampf. Gegen Mesem Shafi ist er ähnlich aufgetreten. Auch die Hände weit unten gehabt und das wurde aber relativ schnell bestraft. Ja, da ist er durch. Ein Headkick K.O. gegangen. Ein richtig böser Headkick. Aber Mesam Shafi ist auch ein starker Mann. Starker Kickboxer. Der ähnliche Reichweiten hat. Ähnliche Reichweite hat. Sehr, sehr tief. Duagam Shapiev. Zu tief für meinen Geschmack. Natürlich wird er jetzt hier nicht den K.O.-Schlag befürchten müssen. Oh, Spinning Backfist. Sehr stark. Ja, und da ist der Takedown. Und jetzt kommt das Ringen. Vielleicht zugute. Nein, wird zu Boden gebracht. Und Mesam hält hier noch an der Guillotine fest. Die bringt ihm auf der Seite aber nichts. Hier ist Gutzwiller eher in auf der sicheren Seite. Anders als heute Abend, was wir schon gesehen haben. Als der Gegner von Hodakowski, Tony Grande, direkt in die Guillotine hineingesprungen ist quasi. Und Gutzwiller macht das ganz klug hier. Dann kommt der Kampf aber wieder nach oben. Und jetzt ist er aber in der Guillotine drin. Jetzt muss Gutzwiller aufpassen. Jetzt ist es gefährlich. Hier ist es gefährlich. Gutzwiller versucht zu kontern mit einer Fireman's Carry. Das macht er. Wow! Buyakascha! Wahnsinn, was ein Wurf. Aber die Guillotine sitzt immer noch. Magomed Shapirov immer noch da. Magam Shapir, Verzeihung. In der Guillotine von oben heraus. Keine allzu gute Idee. Aber wow, Gutzwiller, starken Nacken. Lässt sich auch kaum etwas anmerken. Arbeitet jetzt hier aus der Guard-Position heraus. Kann die Triangle. Sehr, sehr hohe Guard. Arbeitet hier am rechten Arm. Am Hebel, der ist gebrochen. Oh nein! Ach du liebe Zeit. Der war genau in unserer Ecke. Genau in unserer Ecke. Und ich hoffe, dass ich einen schlechten Winkel darauf gehabt habe. Aber es. Das sah wirklich so aus, als ob er das Gelenk dermaßen überstreckt hätte, dass Magam Shapir sich hier wahrscheinlich eine harte, harte, langwierige Verletzung zugeht. Ich meine, ich habe gerade hier an dem Pfosten vorbeigeschaut und gerade gesehen, der Arm überstreckt wurde. Magam Shapir bleibt hier auch liegen. Schauen wir uns das nochmal an. Hier, wunderschöner Wurf von Gutzwiller. Bam! Stark. Muss man aufpassen, dass das nicht hier aufs Genick geht von Magam Shapir. Man sieht es hier. Boom. Ja, das wäre sonst illegal. Und hier haben wir den Armhebel. Schulbuchmäßige Armhebel. Oh, und ihr seht's. Wenn ich das schon sehe. Unschön anzusehen, da hat er sehr spät abgeklopft. Und Gutzwiller schüttelt den Kopf, sieht nicht glücklich aus. Also ich glaube, der Arm scheint hier wirklich stärker verletzt zu sein. Wir brauchen hier den Arzt. Oh, Mann. Offizielles Urteil. Der Sieg geht nach 1 Minute 59 Sekunden an den Moskito, Frederico Gutzwiller. Ja, Tap-Out war da, aber Tap-Out war zu spät. Im Grunde muss man sagen, Rachman Magam Shapiev, Kämpferherz hat er definitiv. Aber manchmal kann so ein Kämpferherz auch zum Nachteil gereichen.